Mahlzeit, da ist die Kamera. Und herzlich willkommen zu dieser Bauchhilfsendung. Ihr könnt das jetzt gerade nicht unbedingt sehen, aber vielleicht erahnen, wenn ich so. Nee, tut sich gar nichts. Ich stehe gerade im Pool und meine Haare und meine Hände sind aber noch trocken. Ich bin extra so in den Pool gestiegen, dass. Ich die Kamera nicht, ne, dass ich die Kamera noch bedienen kann, weil es ja alles mit Touch, Glas, Ding hier und Screen und so, ne, der ganze neumodische Ding, ne. Ich habe mir gedacht, es ist nochmal Zeit für ein Pool-Video und ich wollte mal fragen, ob es anderen Leuten auch gerade so komisch geht. Ich habe heute irgendwie. Ist das, als wäre da irgendwie, als wäre ich in Watte oder in irgendwas. Ich kann das so schlecht beschreiben. Ich kann die Symptome beschreiben. Ich weiß auch, dass das morgen wieder weg ist. Also es ist nicht so, als würde ich sowas nicht kennen. Ich habe sowas einfach zwischendurch auch mal. Mir ist halt die ganze Zeit so ein kleines bisschen schwindelig. Also nicht so, dass ich nicht mehr laufen könnte oder so. Es ist so duselig irgendwie. Ich kann schlecht irgendwie fokussieren. Dann habe ich mir eben gedacht, gehst du mal in den Pool, kühlst du mal ein bisschen ab, weil ich auch die ganze Zeit das Gefühl habe, dass mein Blut so kocht, dass das brodelt, dass das irgendwie, also ist auch nichts Neues, das kenne ich auch, aber ich weiß halt nicht, wie man das sonst beschreiben soll. Ja, und dann hatte ich im WhatsApp Freunde schon gefragt, ob die da. Also das ist durchaus so, dass das andere auch kennen. Aber ich habe gerade mal gedacht, ich frage mal einfach hier so nach, ob von euch da auch Leute von betroffen sind. Vielleicht nicht unbedingt heute. Aber zwischendurch mal, ne? So. Und womit das dann bei euch eventuell in Verbindung steht. Ich habe nämlich keine Ahnung, womit ich das gerade in Verbindung bringen soll. Ob ich gestern irgendwas Komisches gegessen habe. Ich habe aber nichts Komisches gegessen. Ansonsten, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall gerade mich so nicht ins Auto setzen und fahren, weil ich gerade so nicht wirklich garantiert. Oh, hier ist die Treppe. Ja, ne, genau das sind so Momente, wo ich. Eine Flaschenpost. Hier ist eine Flaschenpost im Pool. Da hat mir tatsächlich jemand eine Flaschenpost geschickt. Mal gucken, was da drin ist. Oh. Noch ein Schlückchen Sangria. Das finde ich. Ne, ich möchte keinen Alkoholmissbrauch verherrlichen oder sonst irgendwas. Aber Alkohol in Maßen kann genauso wenig schaden wie alles andere in Maßen und sich an einem sowieso schon irgendwie körperlich verkackten Tag, wo man irgendwie nichts machen kann, weil ich kriege auch gerade die Kraft nicht aufgebracht, irgendwas zu tun, wo mir jetzt hier eine Fliege oder eine Biene reinfliegt, nehme ich mal einen Schluck auf euch, Prost. So, und schmeiß das hier wieder ins Meer, entlasse das. Wenn irgendein Zukunftsbauchi vorbeikommt, der freut sich dann auch, dass er eine Flaschenpost bekommt. Und ein Schlückchen Sangria hat. Mit besten Grüßen. Ja, also ich guck mal, wie ich den Tag weiter verbringe. Es ist auf jeden Fall heute irgendwie nicht viel los mit mir. Und
Mal gucken, wie das so weitergeht. Hier ist der Knopf, ich weiß es jetzt.